If you thought the craziest parts of the Kate Middleton conspiracy theory were over, well, just get ready because they keep getting thicker. Because people have put it together and this face is an exact copy. Ja, also jetzt das haben wir schon mal heute mal gerade ablenken und bei anderen Sachen heute Trash-Time mal. Weil, also das ist nicht zu sagen, das ist doch wahrscheinlich ist ja auch gar nicht lustig, aber die hat mich echt selber ein bisschen geschockt. Und zwar, wir reden mal die englische Krone und mal was für die Verschwörungsfanatiker unter uns. Die Kate Middleton, die Prinzessin, ist ja operiert worden, also nach laut Aussagen des Palastes Anfang Januar. Dann hieß es, naja, okay, sie ist erstmal längere Zeit jetzt nicht zu sprechen und brauche Zeit für ihre Reha. Ich kommentiere es auch jetzt ein bisschen, weil es auch Beziehungsthemen geben könnten, die dahinter sind. Quelle verlinke ich ja auch unten runter. Und ja, ist also auf jeden Fall ist praktisch kein Besuch bei ihr dokumentiert worden, wenn man sonst immer sieht, ja, der und der besucht die jetzt, anders als auch bei König Charles, der ja auch im Krankenhaus war. Ist auch nicht gefilmt worden, wie sie entlassen wurde. Angeblich ist sie entlassen worden. Und jetzt gibt es echt einen Kracher. Dann ist folgendes Foto hat Kate veröffentlicht, so, also um zu sehen, hallo, ich bin wieder gesund, ich bin wieder da. Und dann stellt sich raus, hat das Internet rausgefunden, dass das Foto gefotoshoppt ist. Das geht nicht mehr, das ist schon echt krass. Face is an exact copy and paste of the face Kate Middleton made for a Vogue magazine back in 2016. And this video showing an exact overlay proves it. Look at this, the Vogue magazine cover, and as it blends out, it is the exact same face from this. Also falls jetzt jemand sagt, ja, es ist ja die gleiche Person, also dass das für Pixel übereinstimmt, nicht möglich. Ist insofern auch krass, weil das ein offizielles Foto ist für die Nachrichtenagenturen und also das mögen die gar nicht, wenn da gefotoshoppt wird, da fliegen so Fotografen sofort raus. Irgendwie gut, sie ist natürlich kein Fotograf, aber irgendjemand muss es ja gefotoshoppt haben. Also muss ich echt sagen, das ist schon echt krass, wirklich. Now if you still don't believe me and you think it's still just a fluke, this is the picture overlaid with half of it erased and look how exactly everything lines up. The possibility of these two photos lining up perfectly, ja, is er sagt jetzt Chance null, dass das Zufall ist. Zero. And one of the craziest parts of this whole conspiracy is the royal family seems like it wants to do anything but actually show Kate Middleton. For example, all the questions people have been having about this photo were addressed by a tweet supposed. Ja, dann hat sie geschrieben und dann, wie viele gemerkt haben, das ist ja gefotoshoppt worden, hat sie geschrieben, ach, ich habe selber ein bisschen gefotoshoppt. Also ich meine, ich würde mal behaupten, so eine Qualität von Photoshop kriegt niemand hin. Und ja, Entschuldigung für die Konfusion und mit dem Familienfotografen, der übrigens tierisch Ärger kriegen würde. Wie gesagt, die fliegen dann sofort raus bei den Nachrichtenagenturen, wenn die gefotoshoppte Bilder veröffentlichen darf, die so einen News-Charakter haben. Und ja, genau, das ist scheinbar der Muttertag in England. Ich hoffe, allen geht's gut und schönen Muttertag. Und also muss ich jetzt sagen, das finde ich richtig krass, weil scheinbar auch andere Royals verschwunden sind. Und naja, ich wünsche dir natürlich das Beste, hoffe, also könnt ihr seriously krank sein, aber es gibt ja auch wirklich, das wäre natürlich wieder Beziehungstrash vom Feinsten, so absolut Haufen Gerüchte, dass die auch auseinandergehen und wird so eine, da will jemand so eine Affäre angedichtet mit irgendeiner anderen, wie auch immer, die da in dem Umkreis ist und King Charles ist krank und was passiert jetzt? Also ich bin echt gespannt, wie sich das auflöst. Man, das ist eigentlich einfach random Scheiß, aber ich muss mal ehrlich sagen, Sonne, sowas habe ich auch echt selten gelesen und ich bin echt super gespannt. Supposedly put out by Kate Middleton saying, oops, sorry guys, I messed up on Photoshop, it's my bad. And then the royal family releasing this photo. So, dann zeigen hat die Familie das gezeigt. Ja, so, hier ist jetzt, hier sind jetzt die beiden im Auto und was sieht man? Nichts. Was auch so einfach wäre, ne? Ich meine, wenn sie gesund und munter ist und alles fein ist, ja, schießt sie ein Foto und
Aber gut, ich hoffe natürlich wirklich, also ganz ehrlich, dass sie nicht seriously krank ist, weil das, wenn das jetzt aufgrund von Krankheit wäre, dann, boah, das ist ja super saying, schlecht. Oh, ne? Guys, look, Kate Middleton's out and about with her husband. We can't see anything. And I think ja, one of the biggest pieces nix. Of evidence that something's wrong is in reality, if she was okay, you know the royal family would say, hey, get on Instagram. Ja, also wenn alles in Ordnung wäre, wäre sie natürlich, würde man sie sehen, denke ich auch. Und man, ich wünsche ihr echt das Beste. Also das hört sich gar nicht gut an. Okay, seht's mir nach, mal ein bisschen Ablenkung von, ich muss mich hier wieder auf mein Buch konzentrieren. So, genau, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne rein und nächstes Mal gibt es wieder Serious Content und bis bald, ciao ihr Lieben.